diesem Video möchte ich dich gerne auf ein ganz, ganz wichtiges Thema sensibilisieren, was mir super wichtig ist, was mir in den letzten 30 Jahren überhaupt gar nicht so wirklich bewusst war, aber jetzt umso bewusster wird, gerade in der Corona-Zeit. Gerade in der Zeit, wo wir gewisse Regeln, Verbote, Gebote aufgesagt bekommen, die uns, unsere Gemeinschaft schützen soll, uns alle schützen sollen. Und in diesem Video möchte ich auf ein Thema, und zwar Meinungsfreiheit, eingehen. Wie wird unsere Meinungsfreiheit, unsere Handlungsfreiheit etc. langsam aber sicher eingeschränkt? Und bitte hör jetzt ganz genau zu. Schau, dass du die 5 Minuten einfach komplett dran bleibst und nimm dir die Worte wirklich zu Herzen, denn sie sind wichtig. Wichtig für dich, wichtig für unsere Zukunft und wichtig für unsere Meinungs- und Handlungsfreiheit. Und wie komme ich jetzt gerade dazu, mit dir dieses Thema zu besprechen? Und zwar brandaktuell. Man könnte meinen, auf meinem YouTube-Channel mit 10.000 Followern habe ich die völlige Kontrolle über das, was ich hier an Videomaterial raushaue. Aber nein, YouTube hat auch seine Regeln. Ja, das Internet, Google etc. haben auch seine Regeln. Instagram hat auch seine Regeln. Keine gewaltverherrlichenden Posts etc., Videos, Meinungen. Keine extrem politisch kritischen Meinungen zu äußern. Das sind so die Regeln von YouTube. Und jetzt, darauf bin ich gekommen, weil Karl ein YouTube-Video beziehungsweise bei einem Livestream mit dabei war. Und zwar ein Livestream mit 75.000 aktuellen Viewern von David Icke. Der hat über 1 Million Follower, redet über brandaktuelle Themen, 5G, Internet, Meinungsfreiheit, potenziell diskutierte Impfpflicht. Ja, alle solche Themen, die super brandaktuell sind, wurden in diesem Livestream diskutiert und auf einmal, zack, war der Livestream weg. YouTube-Channel gebannt. Frage, warum? Steckt da irgendjemand dahinter, der nicht möchte, dass gewisse Themen diskutiert werden, dass gewisse Themen eine gewisse Reichweite bekommen? Klar, wenn man das nicht möchte, dann wird so ein YouTube-Channel, der genau solche Themen behandelt, solche Themen bespricht, einfach gebannt. Ist natürlich einfacher, weil dementsprechend verhindert man, dass die breite Masse, ihr da draußen, darüber anfangen nachzudenken und sich überlegen, okay, hey, gibt es da vielleicht Parallelen? Warum möchte man nicht, dass hier irgendwas besprochen wird? Denk mal über den Tellerrand hinaus und denk nicht nur so weit, wie du jetzt zum Beispiel einen Pressebericht durchliest. Frag dich, warum wird genau diese Meinung hier in diesem Pressebericht weitergegeben? Gewisse Unternehmen zahlen andere Unternehmen dafür, beziehungsweise Personengruppen oder auch Personen, Journalisten, damit sie Berichte über diese Firma schreiben, ja? Das ist gang und gäbe heutzutage, eine gewisse Meinung zu verbreiten. Ja, jeder hat ein gewisses Interesse, warum ein Bericht so verfasst wird, wie er geschrieben wird. Ja, um Umsatz zu machen, um etwas zu verkaufen, um ein Ziel zu verfolgen. Deswegen fragt euch immer, wenn ihr irgendeinen Bericht lest, was ist das Ziel von diesem Bericht? Welche Meinung möchte die Presse euch weitergeben? Und ich meine, das Schlimme ist, unsere Meinungsfreiheit bzw. Handlungsfreiheit durch Corona ist ja jetzt aktuell schon extremst eingeschränkt. Ja, uns wird gesagt, was dürfen wir machen, wann dürfen wir was machen, wie müssen wir in den Supermarkt gehen mit Maske, ja, zu welchen Uhrzeiten müssen wir zu Hause sein, was für einen Abstand müssen wir zu anderen Leuten haben? Ja, das sind alles so Regeln, Gebote, Verbote, die uns aktuell auch schon aufgelegt werden, wo meiner Meinung nach auch schon geschaut wird, okay, inwieweit kann man die Menschen so, in Anführungszeichen, dressieren, wie wir es wollen. Und unter dem Deckmantel, okay, Corona, Grippe, hier sind alle krank und das ist so. Ich möchte jetzt hier überhaupt gar keine Verschwörungstheorien etc. aufstellen, aber denk doch einfach mal selber darüber nach. Vielleicht ist es so. Und selbst wenn es nicht so wäre, ist es auch okay, wenn es wirklich tatsächlich nur wegen Corona ist. Aber lest euch doch einfach, beziehungsweise schaut euch doch einfach mal ein paar YouTube-Videos zu genau diesem Thema an von Ärzten, von vor allem namhaften Ärzten. Nicht von irgendwelchen YouTubern wie mir, die euch einfach nur auf ein Thema aufmerksam machen wollen, sondern einfach von richtigen Ärzten, die einen Namen haben, die auch schon bekannt sind, etc. Deren Meinung dazu. Deswegen meine 4 Tipps an dich. Lass dir erstens den Mund nicht verbieten, denn Meinungsfreiheit, die Meinung frei sagen zu dürfen, Handlungsfreiheit etc. geht uns alle etwas an. Deswegen geh raus, sag deine Meinung, nachdem du darüber nachgedacht hast. Ja, lass dir den Mund nicht verbieten, es geht uns alle etwas an, damit wir leben können, so wie wir leben möchten.
Dann weg immer Pro und Contra ab. Ja, überleg dir, okay, über welches Thema rede ich? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was sind die anderen Stimmen zu gewissen Punkten? Wie ist die Meinung der anderen? Was sagen andere dazu? Und bilde dir dann darauf basierend deine eigene Meinung. Das heißt, übernehme nicht einfach blind irgendwelche Meinungen von anderen Leuten, sondern denk darüber nach, lese darüber, belese dich und rede nicht stumpf irgendwelche Meinungen nach. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Behalte dir deine Meinungsfreiheit. Und kämpf für sie. Ja, wer weiß, was kommt, aber behalte dir dieses Video gut im Hinterkopf, damit du in der Zukunft einfach mal über gewisse Meinungen noch ein zweites Mal oder drittes Mal darüber nachdenkst. Warum wollen die gewisse Sachen von uns? Und deswegen, wenn wir uns jetzt nicht sensibilisieren, wenn wir jetzt nicht rausgehen, wenn wir jetzt nicht darüber nachdenken, wenn wir jetzt nicht aufstehen und sagen, hey, das ist nicht okay, dass ihr einfach irgend so einen riesen YouTuber einfach bannt, weil er über brandaktuelle Themen redet, die vielleicht euch nicht passen, dann werden wir nach und nach immer weiter eingeschränkt. Unsere eigene Meinungsfreiheit. Deswegen jetzt rausgehen, aufstehen, sensibilisieren, Video bitte einmal weiterschicken. Und deswegen ist es mir auch so extrem wichtig, dass wir selbstständig sind, dass wir mit unserem Euro wählen können, dass wir nicht knapp bei Kasse sind, sondern einfach genug Geld zum Leben haben, rausgehen können und mit unserem Euro wählen können. Ja, in der Politik etc. Ich habe mir ein Riesenteam aufgebaut von motivierten, positiven Menschen, die alle dasselbe Ziel verfolgen. Meinungsfreiheit, selbstständig sein, nicht nur eine Meinung haben, weil ich von einer anderen Person abhängig bin, sondern selbstständig zu sein. Selbstständig in jeder Hinsicht. Beim Denken, beim Handeln, im Business, im Geld verdienen. Nicht abhängig sein von einer Firma, einer Person. Denn wenn sie weg ist, bin ich. Das möchten wir vermeiden. Ein Geld verdient und vielleicht nur einen Job, wo man gerade so am Ende des Monats 0 auf 0 rauskommt. Deswegen unten findest du meinen Link. Wenn du Hilfe zu diesem Thema brauchst, darfst du dich gerne melden, selbstständig machen. Es ist ein Favorite-Thema von mir. Ich habe schon über 350 Teampartner aufgebaut, die motiviert sind, etwas in ihrem Leben zu verändern im Bereich Finanzen. Und ja, wenn du interessiert bist, klick den Link unten in der Bio. Lass mir einen Kommentar da. Wie stehst du zum Thema Meinungsfreiheit, Handlungsfreiheit, Corona-Krise, Impfpflicht? Was ist deine Meinung dazu? Und ich hoffe, du verbreitest dieses Video, denn es ist so super wichtig, dass wir dieses Thema Meinungsfreiheit nicht vergessen. Es ist ein wichtiges Thema, weil es uns alle etwas angeht. Deswegen lass uns dafür kämpfen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Lass mir ein Like da. Ciao.